Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Elden Ring Video und heute dreht sich alles um New Game Plus und ob sich's überhaupt lohnt, ins neue Spiel einzusteigen oder ob das Spiel schon bereits fertig ist, wenn du es einmal durchgespielt hast und wenn du ins New Game Plus übertrittst, was du alles zu beachten hast, wie du dich vorbereiten kannst, was du alles vorher unbedingt machen solltest und was du eventuell noch erledigen kannst, bevor du ins New Game Plus geht, weil es danach einfach schwieriger wird. Herzlich willkommen zu diesem Elden Ring Video. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks, Guides und News und Videos wie dieses hier rund um Elden Ring bekommen möchtest, bleib doch gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei und aktiviere auch die Glocke, damit du kein Video mehr von mir verpasst. Aber schauen wir uns doch jetzt an, was es mit dem New Game Plus auf sich hat. Du hast jetzt gerade das Elden Beast erlegt und stehst vor der Wahl, ins neue Spiel, in dein zweites Spiel einzusteigen. Zuerst einmal ganz klar, du musst das nicht jetzt machen, sondern du kannst es später, wie es hier auch heißt, an der Tafel der Gnade in der Tafelrundfeste starten. Also wähl erstmal Nein. Aber schauen wir uns doch direkt mal an, was du alles behältst und was du alles verlierst, wenn du ein neues Game startest. Also zuerst einmal schauen wir uns unser Inventar an. Alles, was du hier an Verbrauchsgütern siehst, behältst du erst einmal. Das bleibt alles in deinem Inventar, davon verlierst du nichts. Du behältst auch all deine Aschen. Die sind auch weiterhin genauso gelevelt, wie sie es sind, wenn du ins New Game Plus übertrittst. Deine ganzen Crafting-Materialien behältst du auch. Deine ganzen Schmiedesteine und deine goldenen Saaten behältst du auch, genauso auch wie deine Gräber- und Geistertallilien, die du bereits besitzt. Du verlierst alle Runen, also alle großen Runen der Bosse wirst du verlieren beim New Game Plus, genauso auch alle Schlüssel und zum Beispiel die Medaillons der Aufzüge. Deine Zauber behältst du, sowohl als auch deine Anrufung. Deine Kriegsaschen behältst du auch komplett. Davon geht dir nichts verloren und natürlich deine Waffen und deren Level bleibt alles bestehen. Rüstungen, Schilde, Fackeln, alles natürlich genauso, auch davon verlierst du nichts. Und deine ganzen Talismane bleiben dir natürlich auch erhalten. Was du allerdings verlierst, und das ist ganz wichtig, sind deine Klangperlen. Also alles, was du hier bei den Zwillingsjungfernhüllen an Klangperlen abgegeben hast, all die wirst du wieder verlieren. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel kein Fleisch mehr kaufen, du kannst dir keine Krabben mehr kaufen, falls du die Klangperle abgegeben hast, du kannst dir keine Schmiedesteine mehr kaufen, ganz wichtig, und auch keine Gräber- und Geistertallilien mehr. All das wirst du definitiv verlieren hier beim Händler, auch diese ganzen zusätzlichen Klangperlen, die du hier siehst, wirst du allesamt verlieren. Also da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr euch im Vorfeld mit Schmiedesteinen und Gräber- und Geistertallilien so gut es geht eindeckt, also nehmt so viele mit, wie ihr nur könnt, damit ihr einfach ein gutes Polster habt und eure Waffen dann beim Schmied upgraden könnt, wenn ihr es gerade braucht für einen neuen Build oder für etwas, was ihr ausprobieren wollt oder ihr bekommt eine neue Waffe, die ihr zuvor nicht gefunden habt und wollt die leveln, dann habt ihr die Ressourcen parat, ansonsten müsst ihr ziemlich weit im Spiel spielen, um überhaupt wieder an alle Klangperlen zu kommen. Wie ihr an die Klangperlen zu den Gräber- und Geistertallilien und auch zu den Schmiedesteinen kommt, habe ich bereits in zwei Videos abgedeckt, also checkt die gerne aus, entweder hier rechts oben im Bild eingeblendet oder in der Playlist, in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Was natürlich auch zurückgesetzt ist, sind alle Interaktionen mit den NPCs, also alle Questreihen, sind wieder komplett auf Anfang gestellt. Das heißt, ihr könnt zu Beginn zum Beispiel gar nicht eure Geisteraschen upgraden, dafür müsstet ihr erst Roderica wieder zurück zur Tafelrundfeste bekommen. Genauso sind aber auch alle anderen Questlines, die ihr jetzt vielleicht nicht zu Ende gespielt habt oder bei denen ihr einen Fehler begangen habt oder vielleicht einen bestimmten Ausgang gewählt habt, sind wieder zurückgesetzt und ihr könnt sie praktisch wieder von vorne starten und diesmal auf eine andere Art und Weise spielen, wenn ihr das möchtet. Und auch eure Map wird sich verändern, denn die Tafelrundfeste wird auf jeden Fall verschwinden zu Beginn des Spiels, also die Tafel der Gnade. Das heißt, da müsst ihr euch den Zugang natürlich erstmal wieder erspielen. Genauso werden aber auch all eure Punkte der Gnade verschwinden. Es werden zwar weiterhin alle wichtigen Orte eingezeichnet sein, also Katakomben, Kirchen, Siegelgräber und so weiter. Aber die ganzen Orte der Gnade müsst ihr nochmal erneut bereisen und aktivieren. Genauso werdet ihr natürlich die Aufzüge in Gang setzen müssen, die geheimen Pfade zu bestimmten Orten wieder freilegen müssen. All das muss wieder erspielt werden. Im Umkehrschluss könnt ihr dafür aber auch jeden Boss wieder erneut spielen, den ihr bereits gelegt habt. Eine ganz wichtige Sache hierbei ist natürlich, dass auch die große Bibliothek von Raya Lucaria nicht freigeschaltet sein wird.
Dementsprechend müsst ihr erst einmal Renala besiegen, bevor ihr umskillen könnt. Das heißt, überlegt euch gut, welchen Build ihr am Anfang spielen wollt und benutzt erstmal einen Larventrainer bei Renala, um eine perfekte Wiedergeburt zu starten, um dann eure Attributspunkte so zu verteilen, dass ihr einen bestimmten Build spielen könnt, zumindest für die ersten paar Stunden im New Game Plus, bis ihr eben Renala wieder besiegt habt und dann hier wieder eure Wiedergeburt starten könnt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so wie ich als Magier und Samurai gespielt habt, könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr zum Beispiel nicht auf eine Art Vagabund umskillt mit Schild und Schwert oder ob ihr nicht mit zwei kolossalen Waffen spielen wollt. All das ist jetzt natürlich gut möglich, aber ihr solltet euch das vorher überlegen, euch ein bisschen vorher informieren vielleicht, was ihr da spielen wollt und wie ihr dafür eure Statpunkte, also eure Attributspunkte verteilen müsst und welche Waffen ihr dafür leveln solltet. Aber wenn ihr dann entsprechende Vorbereitungen getroffen habt, seid ihr eigentlich bereit, um ins New Game Plus zu starten, geht dazu natürlich zur Tafelrundfeste und beginnt eure Reise Nummer 2. Und ja, Reise Nummer 2 beginnt wirklich ganz am Anfang, also ihr startet wieder im Tutorial Dungeon. Ihr seht, dass wir unsere Runen komplett behalten haben und wir schauen uns auch gleich nochmal das Inventar an, was wir auch sonst noch so behalten haben. Also Runenbögen, Sternenlichtsplitter und alle Verbrauchsgüter sind genauso, wie sie vorher waren. All das haben wir behalten. Wie gesagt, Aschen sind so geblieben, wie sie sind. Genauso auch wie die Crafting-Materialien und alle Schmiedesteine und Tallilien und goldene Saat, die wir hatten. All das habe ich ja schon bereits gesagt. Hier sind eben die ganzen Tränen für die Spezialtränke geblieben. Die Parfümflaschen, die Töpfe, die Speichersteine, all das ist geblieben. Larventränen, Drachenherzen, verlorene Kriegsaschen, all das haben wir behalten, genauso auch wie unsere ganzen Rezeptbücher, Schleifsteine, Kartenfragmente und so weiter. Unsere ganzen Zauber sind geblieben, unsere ganzen Anrufungen sind geblieben, unsere Kriegsaschen sind geblieben, wie gehabt, alle Waffen sind geblieben, alle Schilde, alle Rüstungsteile, all das ist natürlich geblieben, genauso auch wie die Talismane. Und auch unsere ganzen Notizen, die wir in der Zwischenzeit gekauft haben, sind geblieben. Genauso auch wie die einzelnen Tutorials. All das haben wir behalten. Natürlich auch genauso unsere Level und alles ist eigentlich ziemlich gleich geblieben. Gegner machen jetzt ein wenig mehr Schaden, allerdings nicht signifikant mehr Schaden. Und ihr bekommt das Doppelte an Runen, also wirklich 100% des Runenertrags, den ihr davor bekommen habt. Also ihr seht, Tutorial-Boss ist an der Stelle überhaupt kein Problem. Und keine Sorge, auch wenn ihr nach dem Tutorial-Boss sterbt, ihr verliert die Runen, die ihr jetzt dabei hattet, nicht. Also die behaltet ihr auf jeden Fall. Wie ihr hier sehen könnt, alle Dungeons wieder zurückgesetzt, alle Steinschwertschlüssel, die wir bereits benutzt haben, um verborgene oder geschlossene Passagen zu öffnen, sind sozusagen verloren, müssen wir praktisch wiederverwenden. Aber wir können ja auch alles nochmal neu finden. Ja, und here we go again, würde ich sagen. Alles wieder beim Alten, so kennen wir das auch schon von vor 150 Stunden. So, Mimic ist natürlich auch mit am Start und natürlich auch aufgelevelt. Also schauen wir doch gleich mal, was hier so geht. Ja, was soll ich sagen, dieser Fight sah im ersten Durchlauf auch etwas anders aus. Also ihr seht, es ist alles durchaus gut machbar. Selbst durch New Game Plus hat sich der Schwierigkeitsgrad der Gegner nicht so drastisch verstärkt. Ich meine, wir sind hier zwar im Anfangsgebiet und ich habe fast Level 170, aber trotzdem, das war jetzt überhaupt kein Problem und ich konnte den eigentlich gut wegtanken. Ja, und jetzt heißt es für uns eigentlich nur nochmal Limgrave erkunden und weiter Fortschritt im Spiel machen. Ihr könnt natürlich eigentlich alles skippen, wenn ihr das wollt und einfach direkt von Boss zu Boss laufen, um so möglichst schnell wieder ins nächste New Game Plus zu kommen. Das bleibt euch natürlich freigestellt und ihr könnt jetzt einfach die Welt erkunden und entdecken, wie ihr wollt und alles nochmal neu spielen oder nur die Teile, die euch halt noch fehlen. Aber das war's auch, was ich so zu New Game Plus zu sagen habe. Ich hoffe, das Ganze hat euch gut informiert und vorbereitet auf euer neues Spiel. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben bewertet. Und wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks und Guides und News rund um Elden Ring bekommen wollt, bleibt gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei und aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Von meiner Seite aus war's das für dieses Video. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.